Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Forest The Watcher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Hier geht's an Ort und Stelle weiter. Wir hatten gestern hier gespeichert. Ohne aus einloggen würde ich behaupten, schauen wir mal, ob sich heute hier ein oder zwei Mutanten einfinden. Die Türmchen wären so ein kleines Ziel. Reste aufbauen, die wir jetzt angezeichnet haben. 8 Stämme. Lass uns das mal gleich machen. Wir gehen jetzt mal die Sachen kurz ab, die noch offen sind. Weißt du, dann haben wir nämlich immer schön überschaubare To-Do-Listen. Und sind jederzeit flexibel. Okay. Ich lasse ihn mal liegen. Ich muss aber schon behaupten, wir haben ja einige weggemacht gestern, ja. Und die kommen dann doch immer schön zügig und bestätigt nach, ne? Mich wundert es gerade, dass er alleine ist. So. Zack. Schön. Das war jetzt richtig schön. Also dieses ganze Überhellte hinten, was du siehst im Wald, war jetzt weg beim Regen. Das hat richtig gut getan mal. Ich liebe den Kontrast dann in dem Sinn. Okay, das haben wir. Jetzt dürften wir mit einem Baum die Bäume weg haben. Schildkrötenpanzer müssen wir uns holen. Das machen wir vielleicht morgen früh. Aber 89 Sticks ist auch was. Können wir nicht im Wagen auch Sticks einladen? Dann fahre ich nämlich ganz kurz eine große Stickrunde mal. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube ja, ne? So. Bümle. Wollt da gerade ein Vogel zu dir? Hallöle. Ja? Was? Hast du Mutanten gesehen? Wo? Da hinten? Da gehe ich gleich mit dem Stickwagen hin. Ja, wir haben so unsere kleinen Vögelchen. Wie hieß der Varis, gell? Der hat auch Vögelchen singen gehabt. Ja, neben, das ist der Varis. So. Warte. Du willst jetzt hier das fertig bauen unbedingt, aber du hast so viele Sticks noch offen. Mach doch eine Runde. Mach doch eine Runde mit dem Wagen nehmen, lass komm. Ist der leer? Jo. Auf geht's. Bis dunkel wird. So, ich überlege gerade, ob wir uns heute schon mal gönnen sollen. Das ein oder andere Bonfeuer vielleicht schon an. Nee, das zweite vielleicht erstmal. Wir müssen uns nur die Reihenfolge merken, dass ich dann in der nächsten Nacht die anderen anmache. Dann heben die nämlich länger, weißt du? So, was wir halt nicht haben. Wo habe ich denn das Ding hingestellt? Ja, hättest du mal gebaut, wäre jetzt schon Wasser drin, ne? Aber hätte, hätte Fahrradkette, sah ich immer. Weißt du, was ich jetzt mache? Wir gehen mal da hinten rein. Nicht jetzt, weil es vielleicht da Sticks gibt oder nicht Sticks gibt, weil... Ja, mein Freund, und quetsch! Es bockt mich kein Meter. Ich bin aus Exhaut, du Sickel. Nö, hier ist gar kein Stick. Ich dachte, vielleicht finden wir hier irgendwo einen Armsee. Nein. Ich sag ja schon gar nichts mehr. Kannst heimgehen, nämlich. Oder willst du hier... Komm, wir machen hier jetzt die Runde. Bis er wieder hochkalt ist. Es gibt so ein paar Stellen, da geht es einfach mit dem Wegel ab, ne? Oh, hier ist ein schönes... Stick me back, Leute. Stick me back. Und ein Pilz. Muss eh alle mal gegessen haben für den Erfolg. Der war nicht so gut. So, lad ein. Nicht die. Yes. Stick me back. Oh, weißt du, was wir machen? Wir machen unser Stick me back liegt in der Geschwindigkeit, wie ich einräume gleich. So fängt's an. Ne? Stick me back. Dip, 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 dip. Stick me back. Schub, du, wie du, bab, du. Schildi müssen wir absorgen gleich. Wie viel hast du? 9. 11. 13. 15. 17. 18, 19, 20. So, jetzt pass auf. Stick me back. Die, 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 dem, stick me back. Stick me back, die, die, dem, stick me back. Okay, Spessel. Ja, muss ja irgendwie die Zeit überbrücken. Wie viel haben wir jetzt drin? 40 Stück, ne? Oder kriegen wir aber mit einer Wagenladung schon recht viele eingeladen? 80 oder was war der Bedarf, gell? Es shift schon wieder und ich habe... Wahrscheinlich kommen wir jetzt in die Trockenzeit dann, wenn ich die Schildi aufbaue.
Mach's an, ich sehe nichts. Nee, den brauchst du nicht essen. Ich bin ja jetzt kein Unmensch. Jetzt ist fertig. So. Fahren wir einen Wagen vor, pennen, stärken uns. Ich glaube, wir pennen heute in der Kirche. Ja, also hier müssen wir auf jeden Fall dann die Lichter hinsetzen. Ich wollte eigentlich Lichter anzeichnen, gell? Ich habe schon wieder tausend andere Sachen im Kopf. Da vorne ist gerade irgendwas gehüpft. Lass mal hier stehen. Ich gehe heimschlafen. Ne, es war wahrscheinlich ein Busch, der gerade sich in der Renderdistanz aufgelöst hat. So, mein Freund. Ich hoffe, du kannst... Ja, noch nicht ganz. Dann pennen wir drüben heute. Das ist nicht dein Absprungsplatz, Spatzel. Müssen wir drüben sind, können wir schlafen. Vielleicht sind ja drüben Mutanten, du weißt ja nicht. So. Ach, schön. Einfach nochmal genießen. Also, die vier Türme verbunden mit einer Brücke und dann Lichter, Leute. Und dann müssen wir das mit den Lichtern angehen. Sollte ich da schon mal gucken, ob ich noch einen Fisch finde? Ist arg dunkel, gell? Haben wir noch was in der Falle? In unserem Trockenständer? Jo, das reicht. So, einmal hier. Einmal hier. Wieder Federn nachfrischen und... Ja, beinahe. Aber machen wir jetzt gemeinsam. Jetzt warten wir ab. Vielleicht kann ich ja doch schon mal ein paar Fische holen noch. Möchte nicht immer alles rausschnibbeln. Da ist einer. Jetzt. 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 Gut, es war jetzt auch unheimlich wichtig, dass ich das drin gelassen habe, ne? Aber dann eine Serie von zwei. So, fertig, der friert. Jetzt verliert er gleich Leben, der Gudele. So, bumm. Nabend. Und Schläfchen. Eine Medizin haben wir verbraucht, aber die hole ich mir oben. Wir speichern wieder. Ich würde sagen, hier. Tag 43 sind wir jetzt. So, dann sollten wir aber auch auf Tag 50 irgendwie kommen, oder? Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Süßes. Ja. Ich gucke mir als momentanes Futter immer an, bevor ich es vom Ständerle runternehme, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass es nicht so gut ist. So, Schildi, oder? Komm, hol mal die Schildi. Vielleicht kann ich da hinten runterspringen. Okay. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ganz kurz mal da runter gucken. Da waren ja letztens auch Mutanten. Ich höre nichts. So, genießen wir es. Guck dir das an, wie schön es hier morgens ist. Eine Schildi, dann hoch, dann verarbeiten wir die Sticks, dann zeichnen wir die Türme an. Dann machen wir, was wir können heute, um wieder alles wegzuschaffen, was angezeichnet ist. Und dann kommt die Ausleuchtung. Viele, viele, viele Standfackeln würde ich gerne machen mit dem Totenkopf. Und an den Türmchen und unter den Türmchen nach Möglichkeit ein paar Hängelampen noch schöne. So. Müssen nur warten, bis die gleich aus dem Wasser rauskommen. Das ein oder andere Mal dauert es ja dann ein bisschen. Das Meer haben wir immer noch aus, gell? Da vorne kommen sie. Hier könnte man sich auch wunderschöne, riesengroße Base vorstellen, gell? So, morgen! Oh je, nehm das. Ist kein gutes Zeichen, wenn du dich so anmalst.
So, die Schildkrötenfleisch hängen wir natürlich dann auf. Einen wunderschönen guten Morgen hier im Waldparadies. Legen Sie sich bitte mit mir zusammen hier ins Gras. Seit wann ist da ein Baumstumpf? Ist mir noch nie aufgefallen. Das hat bestimmt null zu bedeuten, aber das habe ich jetzt gerade gesehen. Dass hier ein Baumstumpf eingearbeitet ist. Guck mal. Nicht, dass da die Todeswaffe drin liegt oder so. Nee, Hasen brauchen wir keine. Wir gehen da hinten rum hoch jetzt, oder? Kann ich gleich nochmal Sticks auffüllen. So. Leute. Unser Kleider. Wir hatten es vermutet, dass wir ihn eines Tages wiederfinden. Unser Kleider ist wieder da. Ah, dann haben wir da jetzt aber auch einen Haken dran, ne? Irgendwas hat geschnauft, glaube ich. Schön. Ist zwar nicht mehr ganz so toll, wie es jetzt sein können, als wenn er nicht weggeflogen wäre, aber jetzt haben wir zwei Kleider. Gut, der dritte, den werden wir nie wiedersehen, der liegt im Sinkhole. Also gut. Ja, man muss da sich auch mal drüber freuen, auch wenn wir nicht zwei Kleider brauchen. Obwohl, da können wir vielleicht eine Kleideraktion, falls uns was einfällt, machen, wo man opfern. Haben wir einen zum Verschleiß, ist doch super. So, lassen wir ein bisschen Luft rein. Achso, die Farbe ist ja nicht da, ich habe ja nicht ausgelockt. So, zurück auf der Baustelle des Glücks. Der blinkt noch vor sich hin. Ja, aber du, nach dem Einloggen sind die aber weg, gell? Also zumindest nicht mehr blinkend. Sonst hätte ich gesagt, wir bauen uns überall so kleine blinkende Dinger noch hin. Gut, das wäre jetzt auch erledigt. Hier haben wir die zwei Schildkrötenfleisch, das ist auch Wow. Wir haben... Wir haben kein Tool aufgestellt, gell? Oh, 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 Panik, Panik. Gut, dass er gefrühstückt hat, der Gudele. Wir sind mittlerweile auf Knochenpfeile. Merkst du was? Panik und schon ist vorbei mit guten Treffern. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Pfeile habe noch. Aber das ist die beste Übung für mehr Treffsicherheit. Leute, wir haben noch genug Pfeile. Jetzt müssen wir gucken, wie ich den Beppo krieg. Beppo ist nicht mein bester Kumpel gerade. Mahlzeit! War ich kurz in Panik, weil es von allen Seiten so viele. Ich habe nicht so viel Rüstung, aber wir könnten trotzdem versuchen, den Beppo zu malen. Wenn er noch da ist. So weit bin ich aber jetzt gerade absichtlich nicht weggerannt.
Natürlich, wenn ich den vorziehe zu unserer Kirche, ist es nicht so problematisch. Vorne ist er. Aber der ist bei uns an der Kirche. Oh! Für einen Moment habe ich gedacht, der ist gegen den anderen losgegangen. Ah, der kommt hier nicht rein, weil die Fallen vorne ausgelöst haben. Normalerweise Demolition Mode wäre jetzt hier schon wahrscheinlich die eine Falle kaputt, oder? Gerade runter. Hallo. So, pass mal auf, wenn ich die jetzt aufstelle, kriege ich eventuell seinen Kopf, ne? Frag mich nur gerade, warum der Kollege allein unterwegs ist hier. Scheiße, hier sind keine Sticks. Ich muss nur die hier wegmachen. Und jetzt am besten selber nicht drankommen, richtig? Wahrnehmen lässt, es wird ja nichts. Näher hin. Ist das sein Kopf? Ja, da ist er. Nee. Hier ist er. Oh, der hat ja sogar ein Gesicht, Leute. Wir haben wieder alles fürs Fleischhäuschen. Und die halbe Folge anders gelaufen als geplant, ne? Beppo, Beppo, pass auf, dann wirst du jetzt die Zentrale unseres Lebens. Oh, gar nicht schlecht. Hä? Hä? So, pass auf, jetzt habe ich vor, die Fallen nochmal aufzusetzen, weil das war nämlich ganz gut. Man will ja trotzdem, ich habe zwar den Demolition Mode nicht drin, dass wir nicht alles 10.000 Mal aufbauen müssen im Let's Play, aber man will ja dann schon auch probieren, wie man mit dem zu Streich kommt, ohne dass man ständig dann oben steht irgendwo, ne? So, dann kann ich die Fallen aufsetzen. Dann können wir wieder zurück zum Schauplatz. Oder wir gucken kurz im linken Bereich, ob noch ein Armsi oder so vielleicht da wäre. Ich würde jetzt allerdings behaupten, ohne dass ich mein Glück herausfordere, dass es eventuell Sinn macht, wenn wir weitere aufsetzen. Einfach schon mal. Achso, wenn ich. So, komme ich bis da hoch? Da ist aber noch einer. Das brauchst du dann da nicht. Gut, das Fleischhaus wäre natürlich auch cool, wenn man hier dann später was hätte. Und hier schon mal. Hallo. Wo hast du jetzt einen gesehen? Da hinten? Ich komm. So, Leute. Gut. Jetzt habe ich keine Sticks mehr. Doch, zwei Stück. Das reicht für die vordere Fallenfront. Komm mal her, ich hole noch welche. Einer. Lalali, lalalala. Das wird ein schönes Fleischhaus werden. Schalali, schalalalala. So, einmal den hier kurz aufgestellt. Böms. Bümschen. Ja gut, ein, zwei gute Flares und die Falle. Und dann war's das, ne? Die ziehe ich natürlich an. So. Nemi. Nemi. Bisschen wie dein Kumpel. Wie der Higgins, Digga. Da ist bestimmt noch Mutter. Die kommen doch um die Zeit nicht mehr allein dann, oder? Das Schlimmste ist, glaube ich, wenn du in so einem Moment einfach die Energie nicht hast.
vor dem auch ein bisschen zu flüchten. Aber. Ach, dich hat's auch erwischt. Naja, dann lege ich dich mal dahin als Köder. Und jetzt hätte ich die hier gerne noch aufgesetzt. Ich kann zwar beim Flüchten, komme ich da zwar nicht so durch, wie ich es gerne will, aber das macht ja nichts. So, pass mal auf. Wir holen jetzt hier nochmal seitlich ein paar Sticks. Und hören nochmal genau hin. Vielleicht hören wir erst hin, wenn ich nochmal Energie voll habe. So. Wenn ein Spieler Spaß macht, ne? So. Zurück zum Schlachtfeld. Wie viele Pfeile hast du? 15. Wir müssen Pfeile machen. Ich guck mal, was ich hier eingesammelt kriege. Also Nummer 1. Die drei will ich eigentlich unten verbauen irgendwann die Tage. So, die hau ich schon mal rein. Das war mein Bauch. Zack. Da waren noch mehr, gell? Da hinten habe ich die, aber die kann ich separat machen gleich. Dann machen wir erstmal die klar hier. So, schwupp. Der liegt nicht richtig, nämlich. Jetzt. Und schon ist wieder ruhig. Schön. Die Türme haben wir noch nicht angezeichnet. Das Lichterfest haben wir noch nicht angezeichnet. Dafür haben wir ein neues Köpfle an der Kirche. Ich meine, man nimmt immer, was man kriegt, oder? Zack, zack. So. Ja, dann zeichnen wir jetzt die Türme an. Wobei ich eigentlich die Sticks auch irgendwie noch kurz verarbeiten wollte hier, ne? Komm, mach fertig. Die Falle kann ich kurz nachspannen. Ist doch ganz witzig, wenn sie manchmal da drin hängen. So! 1, 2, ah, das sind 10 Stück, das ist sehr gut. 10 Stück, 2 Sticks und 10 Federn. Bam. Bam. Pfeile sind wieder klar. Dann fahren wir eben die Sticks aus. Das machen wir jetzt so. Jetzt verarbeiten wir die kurz. Das werden wir nicht alles wegkriegen, was noch angezeichnet ist, aber. Kommt wieder einer. Ja, ich habe dich schon gehört, nur nichts sehen. So. Fertig. Fertig. Bonfeuer sind alle angezeichnet, alle funktionsbereit. Okay. Dann geht es jetzt weiter an den hier. Waren da so viele Sticks? Ja, da waren so viele Sticks drin. Ich wollte gerade sagen, wir werden ja doch fertig damit. Guck mal. 2 Stück sind es nur noch. Das war's. Sehr geil. Coole Nummer. Läuft. Jetzt pass auf. Ausrichtung. Ausrichtung von hier. Ich würde sagen, wir bauen sie innen rein. Diese Türme. 2, die gerade ein bisschen höher sind als die Wall. Ein bisschen höher als die Wall reicht. Ja. Und zwar einen hier. Und einen hier. Ich hoffe, dass ich da eine Brücke dann hinbekomme, aber ich denke schon. So, gerade ein bisschen höher als die Wall.
Dann von hier würde ich sagen auf die Höhe. Und der müsste allerdings ein ganz kleines bisschen höher. Zack, dann laufen wir von da nach da, von da nach da. Und mit ganz, ganz viel Glück können wir auch was komplett rüberspannen. Der wäre dann hier, der wäre dann hier. Den werden wir auf die Höhe machen. So. Oh, den habe ich außen hin gemacht, aber egal. Das wären die kleinen Türmchen, die wir dann miteinander verbinden. Jetzt haben wir aktuellen Bedarf von 74 Stämmen. Da würde ich sagen, die wachsen bis zum Lichterfest nach, wenn wir die hier wegnehmen. Wollen wir das heute fertig machen? 74, wenn wir Dynamit einsetzen? Ich würde nämlich gerne die Brücken anzeichnen. Ich glaube, wir sollten mal nach unserer Stärke gucken. Mittlerweile fühlt sich das hier richtig gut an, was er hier macht. Okay, aber Energie brauchst du ab und zu auch, ne? Ist klar, weiß ich schon Bescheid. Machen wir mal als erstes, machen wir mal die Kleinen heute fertig auf jeden Fall. Mal gespannt, wie lange die dann stehen bleiben, wenn wir das alles einschalten, was wir da einschalten können. Man kann schon erschrecken, wenn da plötzlich mal so gefühlt 10 Stück kommen und irgendwo da noch so ein Beppo rumkrabbelt, ne? Da weiß man dann, und da hast du ja gesehen, wie ich dann auch plötzlich im Zielen ganz kleines bisschen Zielwasser verliere für einen Moment. Ja, hast du recht, Lebles, hast du recht. Bewegliche Ziele und so sind nicht so meins. Nur nicht die Fallen auslösen. So, warte. Ja, ich hätte eigentlich auch Bock drauf auf das Stängel, aber hier, die stehen nicht so schön. Wir gucken da drüben, den machen wir mit der Stange. Aber bewegt hat er sich auch, wenn du so willst, ne? Körpertreffer packen die halt unheimlich viele, ne? Guck mal, der hat jetzt 5 Pfeile bestimmt. Oh, den habe ich wahrscheinlich verdient. Wo ist er? Ist der in meine Falle reingelaufen da hinten? Ich glaube, der ist im Baum, gell? Da ist er. Wenn wir schlafen können, würde ich uns nochmal hell machen. Nee, wir bleiben jetzt hier im Dunkeln. Ich würde jetzt einfach locker weitermachen und morgen gehen wir mit Dynamit einmal rum, ringsrum und machen die Türme fertig, die Verbrückungen. Ich will nur den einen schon mal jetzt machen. Ja, es ist doch ein Riegel. So, weiter. Ich glaube, die mit der Maske, also mit dieser umgedrehten Hautmaske, das sind sowieso Wanderer eher, ne? Die gehören eigentlich nicht so gefühlt zu dem Dorfstamm. Ah, der lebt noch.
Hallo? So. Frage. Wenn wir die noch kurz machen, dann haben wir nochmal Sticks, ne? Dann haben wir nochmal Pfeile. Ja, wir müssen jetzt schon gucken. Bis jetzt habe ich noch nicht einen Pfeilkorb gefüllt. Weil so viele kommen und ich ständig verschieße. Komm, wir machen mal ein Bonfeuer an. So. Schöne Baustelle haben wir uns geschaffen, Leute. Ich bin ziemlich happy. Also morgen... Morgen sollte man schon gucken, dass wir mit Dynamit die Hölzer wegschaffen, dann die Brücken ziehen und die Ausleuchtung ringsrum fassen. Das wäre schon cool. Zur Not stellen wir das Tool einmal ausnahmsweise in Blau auf. Weil dann bleiben sie ja fern, aber irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Wir müssen mal gucken. Der kann ja nicht immer nach und nach so viele. Trotzdem, aber ne, wir sind jetzt praktisch hier abgelenkt durch die Angriffe, aber wir kommen trotzdem weiter, es tut sich was. Also von daher. Fünf, fünf und der letzte Stick. So. Haben wir wieder 27 Pfeile. Dann packe ich den in den Wagen. Und dann geht es hier morgen weiter bei uns. War eine schöne Runde. Wie gesagt, morgen würde ich ein kleines bisschen Gas geben, dass wir Dynamit oben raushauen. Einfach, um auch ein bisschen weiterzukommen. Ne? Hat er seine Axt verloren hier, der Kollege. So, kann ich dich eigentlich auch befreien? Ja, wenn ich jetzt einen Stick nehme... Oh. Wow. Vielleicht nimmt ihn von denen einer runter. Ich bleib mal hier im Licht. Ja, der hat ihn befreit. Ich nehme an, der ist jetzt nicht so gut auf mich zu sprechen. Wärst du mal am Seil geblieben? Nimm das, ich lieb dich ja manchmal schon für das, was da so geht. Gut, das war kein Kopftreffer, aber ein Treffer. Der war nix. Jetzt ist die Serie vorbei wegen dem Simple. Je länger du halt drin bist im Spiel, desto besser wirst du. Man hat dann irgendwann nur noch das Gefühl, weil man loslässt. Okay, ich guck. Da war nix. Warum? Weil der... losgelaufen ist. Hier sieht man auch wunderschön, dass es ein Spiel ist, weil die kommen immer wieder neu. So, Leute. Ich speichere, wenn das Spiel mich lässt. Ich guck. Zack. Wir speichern hier. Morgen geht es hier weiter an Ortenstelle, ne? Zu tun haben wir ja genug. Pennen können wir auch, also von daher passt. Dann freue ich mich auf morgen. Gehabt euch wohl. Sehr geil, bis dann.